kleine Pause und weiter geht's. Viel Spaß wünscht Ihr Forum Allgäu Kempten. Das Wochenende steht vor der Tür und ich freue mich, dass Sie dabei sind am Freitag zu den ATV-Nachrichten und zu diesen Themen. Dauerlärm im Naturparadies. Oberstdorfer Feriengäste sind genervt von Bauarbeiten am Wärmenetz. Miteinander in der Region. Verbrauchermesse findet am Wochenende zum dritten Mal in Memmingen statt. Und 20 Jahre Einsatz für die Kunst im Allgäu. Kunstverein Markt Oberdorf feiert mit einer Plattform für junge Kreative. Oberstdorf sagt von sich selbst, es sei das Ferienziel im Allgäu. Sogar deutschlandweit sei das Dorf als idyllische Gemeinde am Fuß der Berge bekannt. Auf der Internetseite stehen jede Menge Angebote für den gestressten Urlauber. Da finden sich Wanderungen, Naturerlebnisse, Traditionsveranstaltungen wie der Viehscheid und Angebote zur Stressbewältigung. Nur spätestens dann, wenn der Urlauber zurück in seine Ferienwohnung kommt, ist es vorbei mit der Ruhe. Oberstdorf bekommt ein Wärmenetz und das bringt Baulärm, Staub und jede Menge Regressforderungen der Urlauber mit sich. Jetzt sind die Vermieter sauer. In diesem Sommer ein häufiges Bild in Oberstdorf, Touristen und Baustellen. Nicht das erste Mal, die Oberstdorfer spotten schon, die Gäste kommen, reißt die Straßen auf. In großen Teilen des südlichen Gemeindegebiets verlegen die Bauarbeiter Wasser- und Fernwärmerohre, filmen wollten sie sich allerdings nicht lassen. Vor den Ferienwohnungen von Josef Wilburger ist die Asphaltdecke inzwischen wieder geschlossen, nur die letzte abschließende Schicht fehlt noch. 3 Monate, so sagt er, waren seine Gäste dem Lärm und Staub direkt unter dem Balkon ausgesetzt. Wir haben sehr viel Kritik bekommen, Schreiben. Wir mussten sehr viel Rabatt geben, bis zu 60% manchmal. Und das Problem ist ja nicht, dass wenn wir es gewusst hätten, könnten wir ja vorher reagieren und die Leute informieren und dann haben die auch Verständnis dafür. Jeder hat Verständnis, wenn gebaut wird. Die Gäste wollen ja auch schöne Infrastruktur haben, sie wollen schöne Häuser haben. Ich glaube, dass nicht das Problem die Baustelle selber ist, sondern einfach der Zeitpunkt und die Information, die wir bekommen haben. Um sein Online-Ranking macht er sich jetzt am meisten Sorgen. Die Oberstdorfer Ferienwelt des Unternehmers war bislang sehr gut auf diversen Online-Plattformen bewertet. Das könnte sich jetzt ändern. Außer dem Oberstdorfer Rathaustelegramm will er keine Informationen erhalten haben. Laurent Mies, der erste Bürgermeister von Oberstdorf, ist diese Woche im Urlaub. Sein Vertreter Fritz Serwind räumt ein, die Informationspolitik hat Luft nach oben. Wir sind uns der punktuellen Kritik, die geäußert wurde, durchaus bewusst, nehmen die ernst und nehmen es auch zum Anlass, zum Beispiel die Informationspolitik zu hinterfragen, ob wir hätten in Zukunft individueller oder frühzeitiger informieren können. Aber ich denke, die Maßnahme ist insgesamt so tourismusverträglich wie möglich durchgeführt worden. Tourismusverträglich findet Wolfgang Wörz die ganze Aktion nicht. Seit über 50 Jahren vermietet er an Touristen zuerst Zimmer, dann Wohnungen. Mitte Juli haben die Bauarbeiter begonnen, die Straße rund um sein Eckhaus aufzureißen, pünktlich zum Saisonbeginn. Sie hätten schon viel früher anfangen können, findet der Architekt im Ruhestand. Also ich sage mir, man hätte ja bereits im Mai anfangen sollen. Das wäre ja vernünftig gewesen. Man hätte auch eine Vorlaufzeit gehabt, man hätte vorplanen müssen. Da hätte man den April, Mai, den Juni auch noch von mir aus mitnutzen können, hätte man den ganzen Krach weg gehabt. Und jetzt haben wir halt durch diesen Umstand das Problem, dass uns die Gäste einfach weggelaufen sind. Die kamen, nachdem die Arbeiten bereits in der Früh um Punkt 7 angefangen haben, kamen die Gäste zu mir in meine darunterliegende Wohnung und haben reklamiert, dass sie ausziehen oder einen entsprechenden Nachlass wollen. Das steht den Gästen auch zu, selbst wenn Wolfgang Wörz nicht an den Arbeiten vor seinem Haus schuld ist. Die Gemeinde muss für den finanziellen Schaden der Vermieter durch die Baustelle nicht aufkommen. Zu der angeblich schlechten Planung der Arbeiten gibt es im Rathaus eine klare Stellungnahme. Ich verstehe die Kritik, die hier geäußert wird.
Allerdings ist dazu zu sagen, dass wir hier in Oberstdorf in einer Höhenlage von über 800 Metern nur begrenztes Baufenster haben. Das beginnt irgendwann nach dem Weißen Sonntag, und also Anfang Mai irgendwann, und endet Mitte Oktober. Es gibt hier diverse Vorschriften im Straßentiefbau, wann jetzt geteert werden kann. Es müssen bestimmte Temperaturen herrschen, ansonsten würde wieder die Gewährleistung eingeschränkt werden. Die Qualität soll also stimmen, damit am Wasser- und Wärmenetz in den nächsten Jahrzehnten keine großen Arbeiten mehr anstehen. Für die Urlauber in dieser Saison ist es natürlich ärgerlich. Doch auch sie wünschen sich eine schöne Infrastruktur, und ohne Bauarbeiten geht das einfach nicht. Für Kurzentschlossene ist jetzt noch der Beginn einer Hochschulkarriere möglich. Kempten bietet noch freie Plätze in einzelnen technischen Studiengängen an, zum Beispiel in der Energie- und Umwelttechnik oder in der angewandten Informatik. Noch bis Ende September ist eine Bewerbung möglich. Mehr Informationen dazu gleich in Kompakt. Außerdem dann natürlich unser ATV-Wetter mit den Aussichten fürs Wochenende. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie genau die Küche, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passt. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. Wenn ich in das CW-Fotobuch gucke, kribbelt es einfach nur. Ich bin einfach wieder in dieser Hochzeit drin. Der stärkste Moment war, wo die Tür aufging und die Nadine reinkam mit ihrem Vater und sie natürlich total am Heulen. Es war Emotion pur. Mein CW-Fotobuch, mein Leben. Einkauf und Genuss, Aktion und Information, Musik und Unterhaltung. Besuchen Sie die Erlebnismesse MIR in Memmingen. Über 100 Aussteller präsentieren ihre Angebote aus Handel, Handwerk und Dienstleistung. Mit buntem Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie und gemütlicher Einkehr im Festzelt. Die MIR vom 4. bis 6. September im Stadtpark Neue Welt in Memmingen. Infos unter messe-mir.de. Unser Ausflugslokal in Durach, direkt am herrlichen Wasserweg im Kemptener Wald gelegen, ist immer eine Reise wert. Ob bei durchgehender heimischer Küche, hausgemachtem Eis- und Kuchenschmankerl oder für Ihre nächste Festlichkeit. Wir freuen uns auf Sie. So wie die Sonne die Blumen färbt, so färbt die Kunst das Leben. Die Nachrichten von Freitag, dem 4. September. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist am vergangenen Wochenende ein 14-jähriges Mädchen in Kaufbeuren Opfer einer Sexualstraftat geworden. Das Mädchen traf den Täter an einer Sitzbank zwischen Hirschzell und dem Bärensee. Die 14-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt und konnte sich erst jetzt dazu durchringen, eine Anzeige aufzugeben. Der Täter war zwischen 35 und 40 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er war mit einem schwarz-weißen Tuch maskiert und trug dunkle Kleidung. Die Polizei bittet Zeugen, die den Mann allein oder mit dem Mädchen gesehen haben, sich unter 08341 9330 zu melden. In Bregenz soll ein 27-Jähriger aus einem Fenster seiner Wohnung auf Fußgänger geschossen haben. Zeugen hatten einen lauten Knall gehört. Als die Beamten den Mann festnehmen wollten, wehrte er sich massiv und verletzte einen der Polizisten. In der Wohnung des Verdächtigen fanden die Beamten mehrere Patronen und einen selbstgebastelten Lauf. Bei der Befragung des 27-Jährigen stellte sich heraus, dass der Mann auch in einer Asylunterkunft randaliert hatte. Er hatte dort Anfang der Woche mit einem Feuerlöscher im Treppenhaus herumgesprüht. Die Hochschule Kempten weist darauf hin, dass die Bewerbungsfristen für einige technische Studiengänge im September enden. Es stehen noch letzte Plätze in Bachelorstudiengängen wie Energie- und Umwelttechnik, Maschinenbau und Mechatronik zur Verfügung. Auch beim Masterstudiengang Angewandte Informatik gibt es noch Kapazitäten. Bewerbungen können über das Internetportal der Hochschule abgegeben werden. Das neue Semester startet am 1. Oktober. Auf der B309 im Bereich der Wertachbrücke bei Nesselwang sind heute Mittag zwei Kleinwagen frontal zusammengestoßen. Ein 73-Jähriger war mit seinem PKW in Richtung Fronten unterwegs und wollte ein vor ihm fahrendes Auto überholen. Dabei übersah er offenbar den Gegenverkehr und prallte frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug.
Der 73-Jährige wurde bei dem Unfall schwerst verletzt. Seine Beifahrerin und der Unfallgegner wurden ebenfalls schwer verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Die Wertachbrücke musste bis in den späten Nachmittag gesperrt werden. Drei Festnahmen und die Sicherstellung von etwa 200 Gramm Haschisch. Das ist die Bilanz einer Aktion der Kripo Kaufbeuren am vergangenen Mittwoch. Die Beamten griffen bei einer geplanten Rauschgiftübergabe zu. Dabei wurden drei Männer im Alter zwischen 20 und 26 Jahren kontrolliert und festgenommen. Im Anschluss durchsuchten die Beamten 5 Wohnungen in Kempten und Kaufbeuren. Dort fanden sie weitere Betäubungsmittel. Der 26-jährige Haupttäter aus Kaufbeuren legte ein umfassendes Geständnis ab. Gegen einen seiner Mittäter lag bereits ein Vollstreckungsbefehl vor, da er eine bestehende Haftstrafe nicht angetreten hatte. Der dritte Mann wurde zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Inselhallenparkplatz in Lindau wird nun doch noch 2 weitere Wochen zur Verfügung stehen. Durch Umorganisation habe man es geschafft, dass die 180 Parkplätze noch bis zum 20. September nutzbar sind, heißt es von Seiten der Stadt. Grund für die anstehende Sperrung sind die Bauarbeiten am Parkplatz und der Inselhalle. Wie berichtet, soll auf dem Platz ein Parkhaus entstehen. Außerdem wird die Inselhalle erweitert und so einen Teil des Parkplatzes einnehmen. Aktuell wird vor allem in der Halle bereits gearbeitet. Das alte Gebäude wird derzeit weitestgehend entkernt. Der offizielle Spatenstich für die neue Halle ist für den 25. September geplant. Bürgermeister Paul Gruschka bekommt für seine Entscheidung gegen eine geplante Erstaufnahmeunterkunft für Flüchtlinge in Bad Wörishofen Rückendeckung von seinen Parteikollegen. Der Vorstand der örtlichen Freien Wählervereinigung hat ebenfalls Bedenken gegen das geplante Lager geäußert. Die Freien Wähler betonen, dass der Bürgermeister der Stadt und ihren Bürgern als Ganzes verpflichtet sei, ebenso wie die Stadträte aller Fraktionen. Wie berichtet, begründete Gruschka seine Entscheidung damit, dass Bad Wörishofen wirtschaftlich auf Kur und Tourismus ausgerichtet sei. Eine hohe Zahl an Flüchtlingen in der Stadt könnte somit Existenzgrundlagen gefährden. Die Stadtratsfraktion von SPD und Grünen kritisierten diese Aussagen scharf. Die Flüchtlinge sollten in einem ehemaligen Möbelhaus untergebracht werden. Aufgrund der Größe könnten bis zu 400 Personen dort unterkommen. Der schwäbische Europaabgeordnete Markus Ferber fordert eine Quotenregelung, um Flüchtlinge fairer zu verteilen. Er sieht das Dublin-System am Ende. Auch müsse die Liste der sicheren Herkunftsstaaten überarbeitet werden. Mit Blick auf die Entwicklung in Ungarn hofft Ferber, dass die mitteleuropäischen Staaten ihre Blockadehaltung endlich aufgeben. Alle Mitgliedstaaten müssten an einem Strang ziehen. Am kommenden Dienstag wird die EU-Kommission in Straßburg ihre Vorschläge zur Neuausrichtung der Flüchtlingspolitik vorstellen. Zusätzlich wird das Europäische Parlament eine Resolution verabschieden. Die Suche nach einem neuen Depot für das Lindauer Stadtmuseum gestaltet sich weiter schwierig. Wie berichtet, muss das Gebäude, in dem das Stadtmuseum derzeit untergebracht ist, der sogenannte Kawatzen, saniert werden. Deshalb müssen die Ausstellungsgegenstände in einem neuen Lager untergebracht werden. Das neue Depot muss bestimmte Anforderungen erfüllen, von der Raumtemperatur über den Hochwasserschutz bis hin zur Sicherheit. Die Stadt hat jetzt eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Das Ergebnis soll Mitte des Monats vorliegen. Das Allgäuer Überlandwerk und die Stadtwerke Lindau haben in einen Windpark vor der Insel Borkum investiert. Nach 6 Jahren Bau- und Planungszeit haben die Windräder jetzt ihren Betrieb aufgenommen. Insgesamt haben 34 Stadtwerke das Projekt gemeinsam finanziert. Es hat 1 Milliarde Euro gekostet. Der Windpark soll rund 200.000 Haushalte mit umweltfreundlichem Strom versorgen. Herbert und Christian Kujan aus Marktoberdorf haben bei der Segelweltmeisterschaft in der Schweiz Bronze geholt. Das Vater-Sohn-Gespann war bereits bei den German Open und den österreichischen Staatsmeisterschaften erfolgreich. Lange feiern werden die Kujans allerdings nicht. In dieser Saison stehen noch einige Wettkämpfe an. Die beiden Männer, die für den Segelclub Füssen-Forgensee starten, bereiten sich außerdem schon jetzt auf die Weltmeisterschaft 2016 im englischen Kanal vor.
Ja, Experten sagen, der August war gut 5 Grad zu warm. Das werden Sommer- und Sonnenfans vermutlich anders sehen. Aber die Statistik zeigt, der August 2015 war einfach nicht normal. Das lag auch an den wenigen Regenschauern und daran, dass erwartete Hitzegewitter einfach oft ausblieben. Der September übrigens hat statistisch gesehen eine Durchschnittstemperatur von 12,3 Grad. Es könnte ein oder zwei sommerliche Tage geben, aber auch schon Bodenfrost und Reif. Und wie ist das an diesem Wochenende? Hier sind die Aussichten. Heute Nacht regnet es in weiten Teilen der Region. Nur im östlichen Oberallgäu bleibt es trocken, wenn auch stark bewölkt. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 10 Grad. Morgen Vormittag regnet es im gesamten Allgäu. Im nördlichen Ostallgäu kann der Regen teils schwächer ausfallen. In der zweiten Tageshälfte wird das Allgäu dann zweigeteilt. Während in der Nordhälfte nur leichter Nieselregen fällt, ist im Süden mit starken Schauern zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 16 Grad. Auch auf den Allgäuer Gipfeln bleibt es grau und ungemütlich. Auf dem Breiten- und Tegelberg und auf dem Hochgrat erwartet uns starker Regen bei maximal 7 bzw. 8 Grad. Auf dem Nebelhorn und auf dem Gründen dagegen nieselt es und vereinzelt kommen auch ein paar Sonnenstrahlen durch. Die kommenden Tage werden wolkig und unbeständig. Der Sonntag bringt teils Regen, teils Sonne ins Allgäu. Am Montag und Dienstag bleibt es dagegen trocken, bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Die Höchstwerte liegen an allen drei Tagen zwischen 13 und 14 Grad. Bereits im vergangenen Juni war die diesjährige Allgäuer Messe Mir im Ostallgäu ein voller Erfolg. Nun steht an diesem Wochenende das Unterallgäu im Fokus. Die Miteinander in der Regionmesse findet bereits zum dritten Mal im Memminger Stadtpark Neue Welt statt. Seit heute Mittag ist sie offiziell eröffnet, die Allgäuer Verbrauchermesse Mir. Das ehemalige Landesgartenschaugelände des Memminger Stadtparks bietet dafür jedes Jahr ein passendes Umfeld. Ziel der Veranstalter ist es, den Betrieben und Firmen im gesamten Landkreis die Möglichkeit zu geben, sich vorzustellen. Zum einen natürlich wollen wir im Unterallgäu hier eine Präsentationsplattform bieten. Da ist natürlich Memmingen mit dem Autobahnkreuz, sage ich mal, oder mit diesem Fokus im Unterallgäu ist es prädestiniert, dass man natürlich zum einen auch rübergehen kann Richtung Württemberg, auch da zum Beispiel Richtung Aitrach, Eichstätten, diese ganzen Gemeinden mit ansprechen kann, aber eben halt auch den gesamten Landkreis. Um das Wochenende ansprechend zu gestalten, halten sich die Veranstalter an das bewährte Motto der Mir, ein familiäres Miteinander von Herstellern, Vereinen und Verbrauchern aus der Region. Wir wollen versuchen, dass wir immer sehr, sehr regional bezogen die Messe organisieren. Das heißt, bei den Ausstellern natürlich möglichst viele, in diesem Fall jetzt aus Memmingen und Umgebung, auf die Messe zu gewinnen. Und dann aber auch im Programm, in der Ausrichtung halt einfach hier wirklich zum Schauen, dass wir sehr lokal bleiben, sehr regional. Musikkapellen hier aus dem Umland, auch die Vereine, die sich präsentieren, die zum Beispiel das Kinderprogramm machen. Dass wir hier also wirklich Vereine, Menschen haben, die hier wirklich aus direkten Umgebung kommen. Auch heuer soll den Besuchern wieder ein vielseitiges Programm geboten werden. Neben dem Abendprogramm im Festzelt gibt es auch viele Aktionen rund um das Thema Grillen und Barbecue. Auch für die Kleinen ist untertags für Unterhaltung gesorgt. Wir haben für die Kinder ein schönes Messekinderland wieder organisiert. Die Johanniter ist uns da mein großer Partner, eine große Hilfe. Wir haben die Wakeboard-Anlage dieses Jahr das erste Mal mit dazugenommen. Die Wake City, die Organisatoren hier, die diese Anlage unterhalten und auch mit ins Leben gerufen haben, die haben gesagt, da sind wir mit dabei. Wenn hier so viele Leute auf dem Landesgartenschaugelände sind, dann schauen wir doch, dass wir uns da auch mit präsentieren. Da kann man also auch selber mal mitfahren, das ist ein kleiner Contest. Am Sonntag können auch hier die Kinder mal erste Fahrversuche machen.
Immer wiederkehrendes Thema ist die Parkplatzsituation bei solchen großen Veranstaltungen. Die Erfahrungen der letzten beiden Jahre geben Veranstalter Markus Graber aber allen Grund, dem Problem gelassen entgegenzusehen. Also wir haben die letzten beiden Jahre eigentlich erstaunlicherweise keine großartigen Probleme gehabt. Wir haben Parkflächen direkt in der Landesgartenschau-Gelände entlang. Gerade am Wochenende sind da auch einige Firmenparkplätze, die wir mit nutzen dürfen. Also von dem her denke ich, haben wir da jetzt auch dieses Jahr keine großen Probleme. Direkt auf dem Gelände haben wir einen Teil an Parkflächen, die wir also wirklich, wo wir kürzeste Fußwege haben. Und wir haben aber auch gesehen, dass einige Besucher, gerade aus Memmingen, dann oftmals das auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad machen und den Weg daraus zum Gelände finden. Die Erwartungen möchte Graber nicht nur anhand von Zahlen festmachen. Wichtig ist ihm vor allem, dass am Ende alle mit einem positiven Gefühl aus der Messe gehen. Um ein paar Zahlenspiele kommt man als Veranstalter allerdings nicht herum. Wir haben über 100 Aussteller jetzt, die fest zugesagt haben, die jetzt sich präsentieren werden. Und Besucher ist immer ein bisschen schwierig zum Schätzen, aber es sind irgendwo zwischen 10.000 und 15.000, wo wir jetzt mal so aus Zählungen ein bisschen die Erfahrung gemacht haben. Und ich denke, das Wetter, wenn uns das einigermaßen zuspricht, dann werden wir da irgendwo in dieser Größenordnung landen. Und ich hoffe natürlich, dass wir einen reibungslosen Ablauf haben, dass es da keine Zwischenfälle gibt. Und dann sind wir eigentlich als Veranstalter schon glücklich, wenn zum Schluss die Aussteller sagen, es waren gute Besucher da, es waren gute Gespräche, interessante Gespräche. Der ein oder andere konnte vielleicht schon einen Verkauf erzielen hier auf der Messe, aber natürlich auch im Nachgang, dass wir wirklich sagen, die Resonanz war entsprechend gut, dann sind wir als Veranstalter natürlich auch zufrieden. Noch bis Sonntagabend, 18 Uhr geht die Messe. Geöffnet ist sie jeweils ab 10 Uhr. Morgen und am Sonntag sind auch wir von Allgäu TV für Sie auf der Messe im Medienbiergarten vertreten. Der Eintritt ist frei. Ein Ziel in den Allgäuer Bergen ist in den letzten Wochen besonders gefragt. Mit ein bisschen Wehmut im Gepäck sitzen die Wanderer vor dem Waltenberger Haus, der ältesten und kleinsten Alpenvereinshütte in den Allgäuer Bergen. Seit 130 Jahren trotzt das Waltenberger Haus den Jahreszeiten am Allgäuer Hauptkamm auf 2085 Metern. Jetzt wird das Steingemäuer abgerissen. Ein Hubschrauber hat dafür einen Abrissbagger in Einzelteilen auf den Berg geflogen. So traurig es klingt, die romantische Hütte ist nicht mehr zeitgemäß und auch viel zu klein. In Küche, Gastraum und auch im Sanitärbereich fehlt es am Platz. Die Mitarbeiter schlafen zu viert in einem Raum zwischen zwei Gefriertruhen. Und bei vollem Haus wird's richtig eng. Also, ein Jahr Bauzeit wird es geben und dann ist alles neu und das Waltenberger Haus ist nicht mehr die älteste und kleinste Alpenvereinshütte in den Allgäuer Bergen. Bestimmt aber eine der komfortabelsten. Bleiben Sie dran, liebe Zuschauer, es geht in wenigen Augenblicken weiter mit ATV. So geht größer, so geht günstiger. Über 1100 Markenhersteller und über 350 Premium-Marken. Kostenlose Lieferung und Montage und über 500.000 Artikel bevorratet. Mehr als 1200 Mitarbeiter freuen sich auf Ihren Besuch bei Möbel Inhofer. Europas größte Wohnwelt, nur in Senden. Möbel Inhofer ist in! Adrenalinkicks, Familienspaß und Kinderhits. Einfach das perfekte Ausflugsziel in den Sommerferien, um gemeinsam mit der Familie Zeit zu genießen. Skyline Park, der coolste Freizeitpark in Bayern. Wie cool ist das denn? Erleben Sie jetzt die Heimat neu mit der Abo-Card Ihrer Heimatzeitung. Sichern Sie sich jede Menge Vorteile und Rabatte bei unseren Partnern. Ob Freizeit, Kultur, Gastronomie oder Veranstaltungen, beim Messen oder beim Einkauf. Entdecken Sie die Heimatcard kostenlos für Abonnenten. TV Bayern Live am Samstag mit diesen Themen. Freie Fahrt für Solidarität. Münchner Bürger beweisen Hilfsbereitschaft bei Flüchtlingsansturm am Münchner Hauptbahnhof. Ein Traum wird wahr. Die Mitglieder des Fanclubs Red Power aus Pattersdorf durften beim alljährlichen Traumspiel die Profis des FC Bayern hautnah erleben. Und intelligente Nager. Immer mehr Eichhörnchen suchen Hilfe beim Menschen. Wir sagen ihnen, wie sie sich richtig verhalten. Das und mehr diesen Samstag um 17.45 Uhr auf RTL.
Eigentlich ist er noch ein recht junger Verein, der Kunstverein Marktoberdorf. Im Mai 1995 gründete Altbürgermeister Franz Schmidt den Verein zur Förderung der Kunst im Allgäu. Die Ursprünge der Bewegung sind wesentlich älter. Zwischen 1800 und 1840 gab es die ersten Vereine dieser Art in Deutschland. Sie wollten dem Bürgertum die Gegenwartskunst näher bringen. Damals wie heute nicht immer ein leichtes Unterfangen. In Marktoberdorf feiert der Verein mit einer Ausstellung im Künstlerhaus nun sein 20-jähriges Bestehen. Ja, wir sehen hier eine Rauminstallation von Sebastian Omatsch. Sebastian Omatsch ist ein junger Künstler. Er ist in Marktoberdorf aufgewachsen, lebt mittlerweile in Berlin, hat Kunst studiert und hat hier für unser Künstlerhaus 36 alte Kassettenrekorder mit entsprechenden Aufnahmen von Regentropfen bespielt und durch eine besondere Programmierung dann abwechselnd schalten sich die Geräte ein. Es ist eine Rauminstallation, Klang, Zeit und lädt auch wirklich ein, mal sich die Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen, sich diesen Tropfen zu überlassen. Vier junge Künstler hat der Kunstverein Marktoberdorf zu seinem 20-jährigen Bestehen ins Künstlerhaus geholt. Der jüngste von ihnen ist Maximilian Moritz Prüfer. Seine Arbeiten entstehen zusammen mit der Natur. Durch ein von ihm entwickeltes geheimes Druckverfahren macht er Spuren von Tieren sichtbar. Der Betrachter bleibt im Unklaren, welche Lebewesen diese Spuren hinterlassen haben. So ist viel Platz für Gedanken. Dieser Kunst eine Plattform und einen angemessenen Raum zu bieten, ist nur eine von vielen Aufgaben des Kunstvereins Marktoberdorf. Wir machen auch gemeinsame Kunstfahrten. Wir versuchen auch den Leuten eben Kunst näher zu bringen, sowohl hier im Haus als vielleicht auch mal überregional irgendwo in anderen Ausstellungen. Wir gucken auch über den Tellerrand hinaus. Wir holen uns natürlich Anregungen, was kann man machen, was ist aktuell an Kunst gerade so auf dem Markt, wo würde man vielleicht irgendwas auch fördern können. Erna Bittners ganz persönliches Lieblingswerk der Ausstellung ist von Brigitte Stenzel. Das Markenzeichen der jungen Frau aus Freising sind ihre fotorealistischen Bilder, die oft sie selbst zeigen. Es ist der schräge Horizont, der Erna Bittner an dem Bild begeistert. Sie sagt, es wirkt, als würde die Person auf dem Gemälde jeden Moment wegrutschen. Zugleich scheint sie fest mit dem Untergrund verbunden. Ein bisschen wie die Situation der Kunst im Allgäu. Es ist nicht immer einfach, vor allem wenn Sie sich mit sehr moderner Kunst auseinandersetzen, haben Sie natürlich oft auch Kritik, wo die Leute sagen, was macht ihr denn da für solche Sachen? Da die Akzeptanz zu finden, ist also nicht immer ganz einfach. Aber wir arbeiten dran, wir unterstützen ja auch immer die Kinderworkshops. Wir versuchen schon die Kinder und Jugendlichen an Kunst ranzuführen, was ich für ein sehr wichtiges Thema halte. Gerade in unserer heutigen Zeit, also nicht nur Zahlen und Sprachen und so weiter, sondern auch sich kreativ zu betätigen. Und das versuchen wir natürlich auch zu unterstützen. Der vierte Künstler der Jubiläumsausstellung ist Marten Georg Schmid. Der gebürtige Münchner hat sich bei seinen Objekten von dem Künstlerhaus inspirieren lassen. Sein Werk Horizontal-Vertikal besteht aus 13 Würfeln. Sie scheinen sich ineinander zu schieben und gleichzeitig auseinander zu driften. Vor dem Museum hat Schmid etliche Seile gespannt. Die rund 700 Meter Tauwerk begrüßen und verabschieden den Besucher des Künstlerhauses Marktoberdorf. Lassen Sie sich einfach mal inspirieren. Jetzt wird es bald wieder einige Wochenenden geben, wo ein Museumsbesuch genau das Richtige ist. Zum Beispiel an diesem Wochenende, denn da wird's herbstlich im Allgäu. Immer eine gute Idee ist es natürlich, ATV zu gucken, zum Beispiel den Wochenrückblick, der läuft ab Samstagmittag. Online unter allgäu-tv.de finden Sie eine Übersicht über unsere Sendungen und unser Programm. Ich wünsche Ihnen ein erholsames und entspanntes Wochenende.